Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Henrys Geheimnis 2. Letztes Mal haben wir mit einem sehr, sehr fiesen Cliffhanger aufgehört, den wir jetzt allerdings auflösen werden. Denn nach diesem Zusammentreffen im Café hat Sharon Lila am Arm gepackt und will mit ihr reden. Was sie ihr jetzt zu sagen hat, erfahren wir in der folgenden Sequenz. In Kapitel 10, Aufbruch. Oh, Scheiße. Sharon hält noch immer mit ernster Miene meinen Arm umklammert. Können wir uns kurz unterhalten? Ich drehe den Kopf in alle Richtungen, als hoffte ich, dass mir jemand zu Hilfe eilen und mich aus dieser Situation befreien würde. Doch wir sind vollkommen allein. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Sache wieder rauskommen soll. Es ist das erste Mal, dass ich direkt mit ihr spreche. Ich bin gelähmt. Ich bin gefangen. Bestimmt wird mir irgendwas Blödes rausrutschen. Das muss ja so kommen. Och. Fast kann ich die Wahrheit in leuchtenden Lettern auf meiner Stirn blinken spüren. Wahrscheinlich steht da sowas wie: Ja, ich bin schuldig. Und selbst wenn nicht, meine Körpersprache ist eindeutig. Nur schuldig woran? Ich weiß es selbst nicht. Doch ich spüre, dass ich unfähig bin, irgendetwas abzustreiten, ganz gleich, was sie mir unterstellt. Bist du in Jay verliebt? Verflucht. So ein Mist aber auch. Mein Gesicht brennt wie Feuer. Was? Ich versuche, eine entrüstete Miene aufzusetzen. Aber ich war schon immer eine schlechte Schauspielerin. Sharon sieht aus, als hätte sich ihr Verdacht soeben bestätigt. Scheiße! Noch ehe ich meine Fassung zurückgewinnen kann, schießt sie die zweite Frage hinterher. Und er? Ist er auch in dich verliebt? Was geht dich das überhaupt an? Autsch. Das war ein Schlag unter die Gürtellinie. Ihre Frage ist eigentlich gar keine. Sie klingt, als wüsste sie die Antwort längst. Jay. Jay würde doch nie einen Gedanken an mich verschwenden. Das wage ich zu bezweifeln. Sie wissen ja, wie er ist. Er spielt eben gern den Verführer. Das macht er doch mit allen Frauen in seinem Team. Das ist nicht mal gelogen. Ich beobachte ihn ständig dabei. So gut wie jede schmilzt dahin, sobald sie ihm gegenübersteht. Und wenn sie mit ihm reden, ist es sogar noch offensichtlicher. Henry spielt mit dieser Anziehung, weil das nun mal zu seinem Image gehört. The Image Game. Aber er würde nie die Grenze überschreiten. Nicht bei mir. Das stimmt. Nun ja, vermutlich, weil sie miteinander arbeiten. Dadurch sind sie sozusagen ebenbürtig und ich verliere mich in Erklärungen, die nicht den geringsten Sinn ergeben. Zumal ich ja genauso mit ihm arbeite. Eigentlich wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ihre Zusammenarbeit Sharon auf eine höhere Stufe stellt. Sie kneift die Augen zusammen. Ich seufze. Ich habe jedenfalls schon einen Freund, in den ich sehr, 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 sehr verliebt bin. Und das weiß Jay auch. Ihre Augen weiten sich. Damit hat sie anscheinend nicht gerechnet. Doch im nächsten Moment legt sich ihre Stirn in Falten. Sie glaubt mir nicht. Und wie heißt dein Freund? Henry. Er heißt Henry. Ich posaune meine Antwort hinaus, als wäre dies ein Quiz, bei dem ich Punkte sammeln könnte. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und ich habe mich auf Anhieb in seinen Nerd-Look verliebt. Brille auf der Nase, immer ein Buch in der Hand. Während ich meine Geschichte mehr und mehr ausschmücke, verengen sich Sharons Augen zu zwei schmalen Schlitzen, aus denen sie mich gefährlich anblitzt. Just in diesem Moment beginnt mein Handy zu vibrieren. Super. Es ist Henry. Jede Wette. Na, willst du nicht rangehen? Möglicherweise macht dein Freund sich Sorgen, weil du so viel Zeit in der Nähe deines Idols verbringst. Ja, das ist er bestimmt. Jay ist nicht mein Idol. Ich mag Tommy von Mysteria lieber. Sorry, Henry. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Schließlich gehe ich ran. Henry! Ich klinge vielleicht einen Tick zu begeistert. Lila, bist du gut nach Hause gekommen? Nun ja, es ist so. Ich zögere.
Sharon lässt mich nicht aus den Augen. Kannst du mal auf Lautsprecher schalten? Hä? Wie bitte? Wie aufgeblasen muss man sein, um sowas zu fragen? Für wen hält die sich? Reg dich ab. Ich will deinem Freund nur mal Hallo sagen. Sharon hat ihr Gewinnerlächeln aufgesetzt. Henry? Sharon ist bei mir und sie würde gern mit dir reden. Ich stell dich mal auf Lautsprecher. Obwohl ich ihn nicht sehen kann, spüre ich, wie Henry sich verkrampft. Er hat definitiv begriffen, in was für einer Lage wir uns befinden. Ich halte das Handy zwischen sie und mich und sie beginnt zu sprechen, ohne mich aus den Augen zu lassen. Guten Abend, Henry. Ich bin's, Sharon. Ich arbeite mit Jay und neuerdings auch mit deiner Herzallerliebsten. Sie hat mir schon viel Gutes über dich erzählt. Oh, das ist ja eine Überraschung, Sharon. Ich fühle mich wirklich außerordentlich geehrt, dass sie sich die Zeit nehmen, ihr Hallo zu sagen. Henrys Stimme ist ein klein wenig höher und außerdem sehr viel höflicher und zurückhaltender als die von Jay. Alex würde vermutlich behaupten, dass Henry sich ausdrückt, als stamme er aus dem letzten Jahrhundert. Ich kann spüren, dass der Kontrast zwischen Henry und Jay Sharon verblüfft. Oh, nun, ich fühle mich auch sehr geehrt, Henry. Laila, kommst du bald nach Hause? Mir ist nicht wohl dabei, dich so spät noch alleine auf den Straßen zu wissen. Ich mache mir Sorgen. Ja, ja, ich komme direkt nach Hause. Ich liebe dich. Bis gleich. Ich dich auch. Bis gleich. Ich dich auch, mein Schatz. Wir legen auf. Ich hoffe, dass unsere kleine Vorstellung Sharon den Wind aus den Segeln nehmen wird. Doch aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht zufrieden ist. Trotzdem lässt sie mich schließlich vom Haken. Wie ein Dead by Daylight Killer. Tja, nun, ich gehe da mal besser. War nett, sie kennenzulernen. Ja, es war sehr nett. Sie klingt spöttisch. Und ihre Stimme ist voller unterschwelliger Andeutungen. Du kannst mich duzen, weißt du? In der Welt des Entertainments duzen sich fast alle. Vor allem, wenn man fast gleich alt ist. Okay. Schönen Abend noch, Laila. Dir auch, Sharon. Ich drehe mich auf dem Absatz um und gehe davon, wobei ich mich zwingen muss, nicht zu rennen. Gott, war das unangenehm. Endlich zu Hause. Die ganze Heimfahrt über stand ich total neben mir. Ohne abzuwarten, ziehe ich mein Handy aus der Tasche und rufe Henry an, der schon beim ersten Klingeln abnimmt. Laila, bist du zu Hause? Ja, alles in Ordnung. Meine Güte, was war das denn bitte? Was ist passiert? Sharon hat mich abgefangen. Sie wollte wissen, ob ich in Jay verliebt bin und du auch in mich. Was? So ein Mist. Sehr überrascht klingst du aber nicht. Nicht so wirklich. Sie hat mich genauso ausgequetscht. Ja, den ganzen Abend hindurch habe ich ihren Blick auf mir gespürt. Es tut mir leid. Hassan hat mich gewarnt, dass sie etwas ahnt. Sieht ganz so aus. Ich habe versucht, es herunterzuspielen, aber sie wollte mir nicht glauben. Schließlich habe ich ihr von meinem Freund erzählt, von Henry. Ausgerechnet in diesem Moment hast du mich angerufen und sie hat verlangt, mit dir zu sprechen. Meinst du, sie ahnt, dass Jay und ich dieselbe Person sind? Keine Ahnung, Henry. Ich fürchte ja. Ich kann hören, wie er in Panik verfällt. Und zu Recht. Ich meine, die ist so vor Liebe blind und irgendwie auch so garstig. Ich wette fast, dass sie dieses Geheimnis ins Wanken bringen wird. Dass sie Informationen weitergeben wird an die Presse und dann bricht das Unheil los. Oh nee, ist das unangenehm. Warum sind liebeskranke Frauen so? Ich presse eine Hand an die Stirn, um die sich anbahnende Migräne zu unterdrücken und lasse mich auf mein Bett fallen. Wir werden sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Was sollen wir denn noch machen? Ich weiß auch nicht.
Ich habe definitiv keine Lust, dich grob oder gleichgültig zu behandeln, wenn du mit mir redest. Ich versuche dir gegenüber genauso viel Freundlichkeit an den Tag zu legen, wie gegenüber jedem anderen auch. Das habe ich schon gemerkt. Wir sagen einander gute Nacht und legen auf. Na sowas. Eine SMS von Hassan. Ist lange her. Hallo Layla. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber die Art, wie Jay dich ansieht, ist ganz schön auffällig. Er gibt sich zwar redlich Mühe, aber wann immer er in deiner Nähe ist, verrät ihn sein dämliches Grinsen. Sorry. Das ist auch Sharon nicht entgangen. Passt besser auf. Och, Hassan ist echt ein guter Typ, ne? Oh, du lieber Gott. In der Tat. Ich erinnere mich an Jays breites Lächeln und den glücklichen Ausdruck auf seinem Gesicht, als ich ihm mitteilte, dass ich an der Tournee teilnehmen werde. In jenem Augenblick war es mir gar nicht bewusst, weil ich es gewöhnt bin, Henry auf diese Weise lächeln zu sehen. Doch nun, da Hassan mich darauf aufmerksam macht, ich verfasse eine Antwort, um mich bei Hassan zu bedanken. Danke, Hassan. Hab's verstanden. Ich werde ihm deine Nachricht weiterleiten. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Gute Nacht. Nun habe ich nur noch einen Wunsch. So viel Abstand wie möglich zwischen mich und diese Frau zu bringen, bevor wir in ernste Schwierigkeiten geraten. Diese Tournee kommt wie gerufen. So, und ich muss diese Ausrufezeichen hier wegkriegen, ansonsten kriege ich eine Krise. Also das ist wirklich... Hassan ist wirklich ein ganz großartiger Mann. Das haben wir aber auch schon in der ersten Staffel gesehen. Und? Bist du fest traurig, dass dies deine letzten Tage bei uns sind? Ich habe den Ausdruck fest traurig auch noch nie zusammengehört. Aber na gut. Es hält sich in Grenzen. Oh, fang bloß nicht davon an. Ich habe diesen Ort wirklich gern gewonnen. Du wirst uns sehr fehlen. Sie mir auch. Es war wirklich beeindruckend, dieses Café für eine private Feier abzuriegeln. Mit Prominenten wie Jay und Sharon. Robert und ich sind immer noch ganz aus dem Äuschen. Ja. Bist du wirklich die Assistentin des Managers? Das bin ich. Ich habe schon vorher die eine oder andere Aufgabe übernommen. Aber nun will er mir offenbar sehr viel mehr anvertrauen. Darum muss ich jetzt Vollzeit arbeiten. Da kommt mein Pflichtpraktikum ganz gelegen. Ich habe Angst, dass er die Verbindung zwischen Jay und Henry erkennt. Doch Michael scheint keinerlei Verdacht zu hegen. Henry betritt das Café, winkt mir kurz zu und nimmt dann Platz. Geh ruhig zu deinem Liebsten. Ich gehe zu Henry hinüber. Sorry, ich hatte heute etwas früher Schluss. Ich wollte nicht draußen warten, bis deine Schicht zu Ende ist. Hast du gut gemacht. Hätten Sie gerne etwas zu trinken, werter Herr? Eine Minzsoda, bitte. Wir lächeln einander an und ich ziehe los, um Henrys Bestellung zu holen. Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu lange warten lassen. Aber nein. Ich konnte in Ruhe meinen Soda schlürfen und dabei meine Freundin bei der Arbeit beobachten. Ich liebe es, dich in diesem Outfit zu sehen. Das wird mir fehlen. Er zieht mich an sich und drückt mir einen Kuss auf den Scheitel. Ich schmiege mich an seine Brust. Hand in Hand schlendern wir durch die Innenstadt und genießen es, einfach zusammen zu sein. Bist du bereit für das Essen morgen? Ja. Oder auch nicht. Das heißt, ich glaube es zumindest. Nur keine Sorge, es wird alles gut. Alles wird gut, glaube mir. Wir überleben, denn wir geben nicht ab. Wie mich dieser Digimon-Soundtrack jedes Mal wieder triggert. Unfassbar. Dein Vater meinte, dass deine Mutter ebenfalls dabei sein wird. Und dass er alles mit meinen Eltern besprochen hat. Es ist immerhin das erste Mal, dass unsere Eltern sich treffen. Ganz offiziell. Hast du ihnen noch nichts gesagt? Nein. Morgen wird Antoine meinen Eltern erklären, dass er mich gebeten hat, ihn in die USA zu begleiten.
Dann muss er ihnen offenbaren, dass Jay Henry ist. Meine Eltern wissen bereits, dass ich als Assistentin für Henrys Vater tätig bin. Doch haben sie nicht den leisesten Schimmer, dass zwischen dem Rockstar und meinem Liebsten eine Verbindung besteht. Ich habe keine Ahnung, wie sie reagieren werden. Alex wird natürlich auch da sein. Mit einer Tüte Popcorn. Glaubst du, dass sie sich deiner Reise in den Weg stellen könnten? Nein. Sonst hätte ich nie gewagt, meine Kündigung im Café einzureichen. Ich bin volljährig. Ich kann tun und lassen, was ich will. Meine Eltern gehören eher zu der Sorte, die einen ermutigt, so viele berufliche Erfahrungen wie möglich zu machen und mich mit ganzer Seele auf ein Projekt einzulassen. Lächelnd ergreift er meine Hände und blickt sinnierend ins Leere. Ich wiederhole mich, aber ich freue mich unheimlich, dass du dieses Abenteuer mit mir antrittst. Du ahnst ja gar nicht, wie sehr. Henry. Es bedeutet mir unschätzbar viel, all diese wunderbaren Momente mit dir zu teilen. Ich erwidere sein Lächeln, tief berührt von seinen Worten. Ich freue mich auch. Das wird definitiv eine krasse Erfahrung und kein Kinderspiel. Wenn ich nur an all die Verantwortung denke, die dein Vater mir übertragen wird. Ich habe echt Bammel. Hat er denn gar keine Bedenken? Diese Herausforderung meisterst du doch mit Links. Aber natürlich. Wir lachen beide. Apropos, was passiert eigentlich mit deinem Blog? Führst du den weiter? Ja. Artikel verfassen kann ich ja auch während der Reise. Super. Ich habe mir schon Vorwürfe gemacht, weil du diese ganze Sache nur für mich tust. Ich schüttle den Kopf. Selbstverständlich nicht, Henry. Natürlich freue ich mich, dich bei dem, was du tust, unterstützen zu können. Bei deiner Tournee, deiner Karriere. Aber ich tue es auch und vor allem für mich. Allein schon, weil ich dabei einen Haufen Geld verdienen werde. Ich glaube, das ist das am besten bezahlte Praktikum aller Zeiten. Aber auch, weil es eine großartige Chance für mich bedeutet. Mit einer beruflichen Erfahrung wie dieser wird mein Lebenslauf phänomenal aussehen. Bei diesen Worten stemme ich die Hände in die Hüften und recke siegessicher das Kinn in die Luft. Dann bin ich ja beruhigt. Das will ich doch hoffen. Ich weiß, dass du eine unabhängige Frau bist und stolz darauf. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Ich habe den Kopf über meinen Computer gebeugt und bin so in die Arbeit an meinen Blog vertieft, dass ich das Vibrieren meines Handys erst im letzten Moment bemerkte. Ein Anruf von Mama. Eilig nehme ich ihn an, bevor das Klingeln erstirbt. Hallo? Mama? Hallo, Schätzchen. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Seid ihr bereit für morgen? Super. Ich freue mich schon riesig auf morgen. Genau deswegen rufe ich an. Bist du sicher, dass Henrys Eltern wirklich alles essen? Vielleicht ist ihnen eine etwas gehobenere Küche lieber. Ich seufze. Mama, mach dir darüber mal keine Sorgen. Nun ja, es ist immerhin das erste Mal, dass wir die Familie deines Freundes zu uns einladen. Ich möchte sicher gehen, dass es auch gut läuft. Das wird es ganz bestimmt. Caroline ist halt echt 1:1 wie meine Mutter. Wenn sie weiß, es kommt jemand von meinen Freunden oder jemand, der mir wichtig ist, dann ist sie auch so, ist der auch wirklich alles? Was ist diese Person denn gerne? Und gibt es irgendwas trinktechnisch, was ich besorgen soll? Oder die macht sich auch so einen Druck, weil sie dann möchte, dass alles perfekt ist. So wie ich sie kenne, setzt sie sich fürchterlich unter Druck. Ja, genau das. Genau das. Papa würde mir sicher zustimmen, traut sich aber nicht, etwas zu sagen. Ich denke an Henrys Eltern, die sich darauf vorbereiten, das Doppelleben ihres Sohnes zu offenbaren. Wenn hier jemand Grund hat, nervös zu sein, dann wohl eher sie. Meine Mutter löchert mich weiter mit Fragen, auf die ich möglichst beruhigende Antworten gebe. Dabei bemühe ich mich, ihr klarzumachen, dass Henrys Eltern im Grunde super cool sind und wir schließlich nicht die Königin von England bei uns empfangen. Dann legen wir auf. Es klopft an meiner Tür und Jasmine kommt herein.
War das deine Mutter? Ich hab dich bis in den Flur gehört. Ja, sorry, wenn ich dich gestört habe. Ach Quatsch. Schiebt sie Panik wegen morgen? Ich seufze erneut. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das kann ich ihr unmöglich sagen. Und Henry genauso wenig. Er macht sich auch so schon verrückt genug. Wann immer er jemandem sein Geheimnis offenbart, fällt die Reaktion anders aus. Keine Ahnung, worauf wir uns einstellen müssen. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Das denke ich auch. Ich glaube, was sie am meisten beunruhigen wird, ist meine Reise in die USA. Sie werden zwar versuchen, sich ihre Besorgnis nicht anmerken zu lassen, aber ich kenne sie mittlerweile. Ja. Andererseits sind es ja auch deine Eltern. Ja, das stimmt. Eltern sollten auf jeden Fall die Befugnis haben, sich jederzeit Sorgen machen zu dürfen. Das ist ihr Recht. Meine Freundin lässt sich auf meinem Bett nieder. Ich stehe von meinem Computer auf und setze mich neben sie. Sieh mal, wie findest du das? Sie reicht mir ein Stück Stoff, das sie eben geschneidert hat. Ich erkenne den Kragen von Jays neuer Jacke. Oh, der ist doch super! Jean-Charles hat darauf bestanden, dass ich ihn selber nähe. Hat er denn kein Team dafür? Da hat er auch recht. Er ist ein echter Schatz von einem Stylisten. Habe ich es dir nicht gleich gesagt? Jean-Charles hat Jasmine und ihre Entwürfe sofort ins Herz geschlossen. Er hat meine Freundin unter seine Fittiche genommen, um mit uns gemeinsam die Herstellung des von ihr skizzierten Outfits zu planen und durchzuführen. Wenn ich daran zurückdenke, ich habe mich so sehr davor gefürchtet, Henrys Stylistenteam kennenzulernen. Gott sei Dank warst du bei mir. Außerdem hatte Jasmine das Glück, bei ihrem Vorstellungsgespräch auf Menschen zu treffen, die hellauf begeistert waren von der Idee, den Entwurf einer neuen Stylistin umzusetzen. Jay hatte sie an seinem Enthusiasmus teilhaben lassen und sie schließlich damit angesteckt. Ich tat mein Bestes, um so oft wie möglich vor Ort zu sein, zum Beispiel bei der Bestellung der Stoffe. Schließlich war ich es, die an Antoines Stelle die Kostenvoranschläge und Rechnungen unterschreiben musste. Ich kann dir für deine Unterstützung gar nicht genug danken und vor allem hat mich beeindruckt, wie du alles beaufsichtigt hast. Ich habe dich noch nie so professionell und organisiert erlebt. Das heißt, im Café natürlich schon, aber das war nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt verstehe ich auch, warum Henry und sein Vater darauf bestanden haben, dass du sie begleitest. Dein Ernst? Aber sicher. Seit ich dich in Aktion erlebt habe, mache ich mir dahingehend überhaupt keine Sorgen mehr. Merkst du denn nicht, wie dir die Leute zuhören, wenn du mit ihnen sprichst? Meine Freundin hat's voll drauf. Das freut mich zu hören. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht in erster Linie wegen meiner Kompetenz eingeladen haben. Da irrst du dich. Ich könnte dich aus nächster Nähe beobachten und kann dir mit Sicherheit sagen, dass du das Zeug dazu hast. Bei ihren Worten fällt mir ein Stein vom Herzen. Das Outfit wird jedenfalls rechtzeitig fertig sein. Ich bin schon unheimlich gespannt auf das Endprodukt. Und ich erst. Bei all dem Stress hast du wahrscheinlich gar keine Zeit mehr, Henry zu sehen. Nein, ich begegne ihm hin und wieder, wenn ich mit Antoine arbeite. Aber richtig Zeit miteinander verbringen können wir nicht. Letztes Jahr, als wir noch in dieselbe Klasse gingen, war ich es gewöhnt, ihn jeden Tag zu sehen. Aber naja, wir haben eben beide sehr volle Terminpläne. Er fehlt mir, das stimmt. Ohne ihn fühle ich mich so leer. So schlimm? Ich überlege einen Moment. Und mir wird klar, dass das eigentlich nicht ganz der Wahrheit entspricht. Nein. Mein altes Ich hätte eine innere Leere verspürt und sich unvollständig gefühlt. Aber ich muss zugeben, dass mein eigenes Leben mich mittlerweile ganz gut in Atem hält. Trotzdem kann ich es kaum erwarten, ihn wiederzusehen und mit ihm zusammen zu sein. Nach seiner Tournee wird es aber hoffentlich besser, oder? Ich nicke. Ja, schon. Obwohl er natürlich weiterhin alle Hände voll zu tun haben wird. Sobald die Tournee vorbei ist, möchte er sein Manuskript an ein paar Verlagshäuser schicken. Du meinst, das Buch, das er dir zu Weihnachten geschenkt hat? Genau. Ich hatte es schon fast vergessen. Er macht einfach so viele Dinge gleichzeitig, dass ich manchmal kaum mitkomme. Und du? Wie läuft es mit Clément? Ich habe ihn in letzter Zeit kaum zu Gesicht bekommen. Er ist auch ganz schön beschäftigt.
Er muss zurzeit viel trainieren und ist danach immer ziemlich K.O. Deswegen schaut er nicht mehr so häufig bei uns vorbei. Wobei, ich bin ja auch fast jeden Abend in der Werkstatt, um das neue Jay-Outfit rechtzeitig fertig zu bekommen. Ja, verstehe. Zurzeit ist einfach jeder im Stress. Du sagst es. Er fehlt mir auch, weißt du. Wir sind immer noch total verliebt ineinander. Und mittlerweile ist alles viel klarer geworden. Ich habe vielleicht eine Weile gebraucht, um locker zu werden, aber seitdem bin ich viel mehr im Einklang mit mir selbst. Mit ihm. Mit uns. Das freut mich riesig für euch. Tja, ihr Lieben. Nur Mut leider. Das wird schon. Ja. In 2 Tagen sehen wir dann, wie das Essen bei Lailas Eltern läuft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Und bis übermorgen. Bis dann. Bye bye. Und tschüss.